Ja, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin's Uli und ich erzähle euch heute mal ein wenig zu meiner bisherigen Vorbereitung in Richtung Barcelona, denn am 19. Februar ist es soweit und da möchte ich euch einfach ein paar coole Trainingseinblicke jetzt schon geben und was so in den nächsten Wochen auf mich alles zukommt. Deshalb viel Spaß beim neuen Video. Ja, fangen wir doch mal an. Ich habe jetzt knapp 3 bis 4 Wochen Training in den Taschen. Es stand noch nicht so viel Tempotraining an. Paar Intervalle, so 1000er Intervalle in 3:30, was ein bisschen schneller als meine Rennpace ist. Viel Grundlage, relativ eindeutig. Ganz viele langsame Läufe, schon ein paar lange Läufe. Die langen Läufe habe ich, mein weitester war jetzt bisher ein Halbmarathon, also knapp über 20 Kilometer. Jetzt in den nächsten Wochen werden die langen Läufe bis auf 25 Kilometer ausgeweitet. Aber da auch ein Tipp von mir, wenn ihr jetzt auch in der Halbmarathon-Vorbereitung in Richtung Frühjahr seid, ich würde aus meiner Sicht die langen Läufe definitiv nicht länger als 25 Kilometer machen, sondern wirklich maximal 20, 25 Kilometer, das reicht völlig aus. Also 160, 170 Minuten ist aus meiner Sicht schon zu viel, deshalb 100 Minuten ist perfekt so als Vorbereitung auf einen Halbmarathon, egal wie schnell ihr den Halbmarathon dann laufen werdet. Und auch die langen Läufe habe ich jetzt im ganz normalen, ruhigen Puls absolviert und nichts Schlimmes, nichts Intensives. Ja, aber diese intensiven Einheiten warten jetzt in den nächsten Wochen auf mich. Es wird jetzt ab dieser Woche warten auch 2 Tempoeinheiten. Das heißt, ich werde jetzt ab sofort dienstags immer, ich mache immer dienstags meine Intervalle und am Wochenende wartet dann immer jetzt eine Tempoeinheit. Diese Tempoeinheiten sehen so aus in den nächsten Wochen, dass ich jetzt zum Beispiel am Sonntag den ersten Tempodauerlauf in 12 Kilometer in 3:45, 3:50 laufen werde. Für alle, die es noch nicht wissen, mein Ziel ist es in Barcelona, eine Zielzeit von unter 80 Minuten zu haben. Darauf trainiere ich jetzt fleißig darauf hin und hoffe, dass ich das Ziel natürlich auch erreiche. Ich hatte bisher in meiner Vorbereitung einen Tempodauerlauf, der war 12 Kilometer in 3:50, also das lief schon mal ganz gut. Und den Tempodauerlauf in den nächsten Wochen oder jetzt auch am kommenden Sonntag werde ich auf 13 bis 15 Kilometer ausweiten und Ziel ist es, den Tempodauerlauf in unter 3 Minuten 50 pro Kilometer zu finishen. Und ja, das wird auch die Kerneinheit in den nächsten Wochen sein. Der wird mal länger, mal kürzer. Ich werde mir natürlich auch im Januar einen schnellen Zehner noch raussuchen. Den habe ich mir auch schon im Kalender fix eingetragen. Das ist am 21.01. Das ist in Haltern am Stausee. Den kann ich euch nur empfehlen, den Lauf. Dort will ich versuchen, meine persönliche Bestleistung auf 10 Kilometer 35:20 anzugreifen. Und ich bin guter Dinge. Daraufhin trainiere ich jetzt. Und ja, auch noch ein Tipp von mir, ich würde in der Halbmarathon-Vorbereitung auf jeden Fall auch einen Testlauf immer absolvieren. Den habe ich mir jetzt für Januar terminiert, da ist genau dann ein Monat zwischen aus meiner Sicht. Und nach Rücksprache mit meinem Trainer ist das eine perfekte Vorbereitung, um seine Form natürlich dann auch auf 10 Kilometer zu testen. Und es warten natürlich auch weiterhin Intervalle, da auch nochmal ein kurzes Wort zu. Ich mache bisher 1000er Intervalle, jetzt zum Beispiel mache ich diese Woche 2000 Intervalle, also längere Intervalle braucht man für einen Halbmarathon und nicht jetzt kürzere 400er. Natürlich kann man das auch immer wieder einstreuen, aber der Fokus sollte immer auf 800er, auf 1000er und 1500 oder 2000 liegen. Und meine Rennpace wird roundabout 3:49, 3:48 in Barcelona sein. Die Intervalle mache ich in 3:30, also da passt der Mix oder das nicht zu schnell. Und darauf liegt der Fokus. Natürlich der Fokus auch weiterhin auf lockere oder langsame Läufe. Ich werde jetzt in der finalen Vorbereitung 5 Trainingstage haben. Nicht länger, nicht mal natürlich kann es auch eine 100er Woche sein, aber immer zwischen 70 und 90 Wochenkilometer und das reicht aus meiner Sicht völlig aus. Und dabei liegt der Fokus natürlich auch auf genug Alternativtraining. Das ist auch immer wieder wichtig, dass man da den Fokus drauf legt. Ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, pro Woche einmal Stabi-Training, Alternativtraining zu machen. Dabei natürlich auch immer wieder ein bisschen Fahrradfahren einstreuen. Und so hoffe ich dann wirklich am 19. Februar eine perfekte Form zu haben und dann mein Ziel anzugreifen. Ich habe mir jetzt schon gesagt und auch nach Rücksprache mit meinem Trainer, meine Renntaktik wird so aussehen, dass ich natürlich die Pace
konstant angehen werde und am idealerweise am Ende einen Negativsplit habe und so, dass ich dann am Ende die letzten Kilometer nochmal schnell laufen werde. Und ja, das ist so mein bisheriger Trainingsstand. Ich bin jetzt, was man auch vielleicht noch erwähnen kann, vorletzte Woche bin ich beim Wittner Abendlauf, bin ich eine 36:30 gelaufen. Für mich ein guter Formtest gewesen. Das heißt, ich bin auf einem richtig guten Weg und natürlich jetzt die finalen Wochen in Richtung Barcelona werden entscheidend sein. Die Tempoeinheiten sind natürlich die Key-Session, wo ich natürlich mit den Jungs und auch mit anderen Laufbuddies tatkräftige Unterstützung habe und ja, das motiviert mich und ich habe auf jeden Fall jetzt schon richtig Bock, in Barcelona wieder an der Startlinie zu stehen. Kurzes Wort auch noch zu Barcelona, wenn ihr jetzt noch überlegt, ihr sucht noch einen Halbmarathon, dann kann ich euch am besten Barcelona empfehlen. Flache Strecke, das ist aus meiner Sicht im Frühjahr der erste Halbmarathon, wo ihr wirklich richtig schnell laufen könnt. Meistens ist hier in Deutschland dann noch so schlechtes Wetter und ihr habt dann in Barcelona knapp 15, 16 Grad, pure Sonne. Ich hatte bisher immer Glück und fahre jetzt sogar das dritte Mal schon hin. Und ja, der Rundkurs ist ziemlich flach und ziemlich schnell und deshalb meldet euch an, auch die Startgebühr, da zahlen wir knapp 30 Euro. Ich denke, das ist in diesen Zeiten für einen Halbmarathon international, ist das auf jeden Fall eine sehr faire Startgebühr. Deshalb lasst euch das Laufspektakel nicht entgehen und seid dabei und ich hoffe, wir sehen uns am 19. Februar in Barcelona an der Startlinie. Ja, ich hoffe, dass die Insights haben euch gefallen und der zweite Teil folgt natürlich im Dezember. Wenn dir das Video gefällt, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, welchen Halbmarathon du dir schon fürs nächste Jahr rausgesucht hast. Und ich würde mich freuen, wenn du mir deine Meinung kundlässt. Wir sehen uns.